You are here until ship. I am here until ship. No problem. I will give everything to stay up. I want to win fucking hell on the weekend. I want that you win. Diese Trainingseinheit hatte es mal so richtig in sich. Ungewöhnlich deutlich die Brandrede von Taifun Korkut zu Beginn der heutigen Einheit. Die Hertha rutscht tiefer und tiefer in den Abstiegskampf. Doch Freddy Bobic hält vorerst weiter am Cheftrainer fest. Ich habe das komplette Vertrauen bei ihm und nochmal, auch es ist auch genauso in der Mannschaft genau das Gleiche. Ja? Also es ist klar, ja? Also nur den Zauberer, ja? Das muss gemeinsam erfolgen. Ja? Und den Zauberer auf Knopfdruck gibt es ja in der Form auch nicht. Ja? Ja? Aber es ist klar und das habe ich ja nochmal gesagt, am Samstag müssen wir punkten. Ja? Müssen wir punkten. Am Sonntag, nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, gab es eine Krisensitzung zwischen Freddy Bobic und der Mannschaft. Der Geschäftsführer stellte unmissverständlich klar, dass das Team endlich eine Einheit werden muss. Sie haben klar erkannt, dass Sie aktuell keine Mannschaft sind und das müssen Sie schnellstmöglich hinbekommen. Und das geht nur mit Ehrlichkeit, ja? Und mit den klaren Maßnahmen, dass Sie sich selber miteinander beschäftigen auch. Ja? Wir haben es auch in den letzten Wochen schon mal das ein oder andere Mal auch Ihnen gesagt. Aber das kam so nicht richtig aus der Gruppe. Ich glaube, Sie haben es noch nicht so 1000%ig verstanden. Das Gefühl nach dem Gespräch mit Ihnen war, dass Sie es verstanden haben. Wer nicht miteinander mitgeht, wird jetzt sicherlich auch das Problem haben, dass er erstmal nicht in der Gruppe dabei ist. Bei der Hertha geht es momentan nur um den kurzfristigen Erfolg. Der Hauptstadtklub ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Spielfreude und ordentliche Defensivarbeit ließ sie zuletzt komplett vermissen. Es ist auch klar, dass keiner damit gerechnet hat, dass wir so eine Rückrunde bis jetzt spielen. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir am Samstag auch unbedingt punkten. Ja. Und das ist jetzt nicht nur dieses Spiel, sondern es werden auch die Spiele danach sein, die wichtig sind. Es liegt noch in unserer Hand. Ja. Wir können es noch selbst bestimmen. Definitiv nicht mehr mit dabei ist Arne Friedrich. Der Sportdirektor hat sich entschieden, den Verein vorzeitig zu verlassen. Bei ihm entstand das Gefühl, dass seine Meinung bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr berücksichtigt wird. Ob es dabei um die Zukunft des Cheftrainers ging, ließ er offen. Aber es war klar, dass natürlich in vielen Entscheidungen, die Zukunft dann von Hertha BSC auch betreffen, ich ihn auch nicht mehr komplett mit reinnehmen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz legitim und auch normal, wenn jemand aufhört im Sommer. Die Hertha hat momentan extrem viele Baustellen. Der drohende Abstieg, die Mannschaft bildet keine Einheit. Taifun Korkut musste bei der heutigen Einheit extrem deutliche Worte finden. Dazu der vorzeitige Abgang von Arne Friedrich. Wenn eins heute deutlich geworden ist, dann, dass die Hertha im 6-Punkte-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ein neues Gesicht präsentieren muss. Sollte nicht gepunktet werden, muss auch die Bewertung des Cheftrainers neu erfolgen.